Ja, okay. Unsere Familie stellt seit 4 Generationen Wein her. Sie stellt ungenießbare Plörre her, meinst du wohl? Weswegen Belgard an mich verkauft werden sollte, nicht an ihn. Als herzoglicher Beamter muss ich die Interessen des Herzogtums wahren. Belgard gehört derzeit der Schatzkammer. Der Schatzminister hat seinem Wunsch klaren Ausdruck verliehen, dass Belgard an einen verantwortungsvollen Verwalter übergeben wird. Doch es gibt verschiedene Probleme mit euren bestehenden Besitztümern. Bis ihr die nicht behoben und euch als Kompetenz habt, kommt der Verkauf von Belgard an keinen von euch frei. Na, zufrieden? Das ist deine Schuld. Meine? Du hast sie doch nicht alle, Frau. Hört, gute Leute, es sei allgemein kundgetan, dass Matilda de Vermentino eine verfluchte, gehässige Irre ist. Sie kennen das Merkur an, oder meine Verdammte. Du hast sie ganz schön hochgebracht. Wirklich? Woher willst du das wissen? Zähmst du Widerspenstige? Ich weiß alles über Frauen. Naja, Geralt, also nein. Ein Hexer. Nein, nur wirklich kein nicht. Fach. Aber den braucht es nicht, um zu sehen, wann er vergisst Frau es, nee. Da könntest du recht haben, Bruder. Warte, hast du Hexer gesagt? Du suchst doch keine Arbeit, oder? Ich will ein Weingut kaufen. Belgard. Aber dieser Bastard-Bürokrat verkauft es mir erst, wenn ich meine Angelegenheiten auf Coronata in Ordnung gebracht habe. Über was für Probleme reden wir denn? Es steht da in mehreren Hinsichten schlecht. Das Herbarium ist monsterverseucht. Mein Verwalter ist verschwunden. Außerdem meine ganze Kurve bei. Abstoßender Kerl, die schlimmste Sorte. Erst betört er einen mit seinem hübschen Gesicht, dann offenbart er sein rabenschwarzes Herz. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich habe dich angesprochen, weil ich Belgard ebenfalls kaufen möchte. Aber auch in meinem Weingut Vermentino steht es nicht zum Besten. Seltsamer Zufall. Kein Zufall. Ich bin sicher, dass Lilia mir Knüppel zwischen die Beine wirft. Viele davon. Mein Küchner und mein Schmied sind beide auf rätselhafte Weise verschwunden. Auf den Wegen sprießen fleischfressende Pflanzen. Und die am Fuße des Fasanenhügels erst. Ach, die Liste ist lang. Das Problem jedoch einfach. Wenn ich Vermentino nicht in Ordnung bringe, kann ich Belgard nicht kaufen. Danke. Hilfst du mir, bevor du Liam hilfst? Danke. Ich biete dir das Doppelte. Er sich dann ja über den Arm verteilt. Wie lange bist du noch wach? Okay. Danke. Danke. Piccolinis. Leckere Piccolinis. Geil. Ich habe Frisches gesehen. Ja! Frisches ist ständig. Ständig hier. Guten Appetit. Ja, das ist so. Für zwischendurch. Weil
oh Gott, wir haben heute über den Tag eigentlich nichts gegessen. Wir waren den ganzen Tag unterwegs. Ich glaube, das Erste, was wir heute gegessen hatten, war so 17 Uhr rum. Und deswegen hatte ich dazu Frisches gesagt, er soll mir nochmal so ein paar Pecolinis machen für die Nacht. Damit ich dann... Weil ich weiß, dass ich dann mitten in der Nacht wieder Hunger kriege. Und dann esse ich lieber nachts nochmal ein bisschen was. Statt, dass ich dann gar nichts esse und hungere. Ja, 17 Uhr, da haben wir das Erste gegessen. Wir haben den ganzen Tag über sonst nichts zu uns genommen. Ich kann helfen. Ihr sagt, waren, ich glaube, 4 Stunden waren wir unterwegs. Schön. Und ansonsten haben wir draußen du den ja Hasenkäfig weitergemacht. Du findest mein Wein gut fest, und heute Morgen war mir sowieso nicht ganz so. Ich habe ja seit gestern mit Magen-Darm zu kämpfen. Was heißt zu kämpfen? Mir geht es soweit gut, aber ich muss halt Trenius Co. rennen. Verstehe. Bis und deswegen habe ich sowieso nicht ganz so viel gegessen. Tut mir auch mal ganz gut. Ich habe sowieso schon zu viele Polster, also das passt. So. Weinfelder. Kümmere dich um die Probleme mit dem Fermentino. Okay. Machen wir das. Da bin ich aufgewacht, aber an sich finde ich ein gutes Frühstück immer das Beste. Ja, also direkt nach dem Aufstehen kann ich tatsächlich selten was essen. Da wird mir immer schlecht von. Also an manchen Tagen, im Urlaub zum Beispiel, geht es. Aber ganz, ganz oft habe ich es halt, dass mir direkt nach dem Aufstehen dann halt überhaupt nicht gut ist. Und wenn ich dann halt frühstücke... Ach, nee. Brunch ist okay. Kann man machen. Dann esse ich aber, wie gesagt, mittags nichts. Und dann halt erst abends wieder was. Oder mittags und abends. Oder halt gar nichts. Manchmal. Muss in die Küche, höre ich aber. Alles schlafen. Gut. Viel Spaß in der Küche. Wo war da? Wo ist Plätze? Das beste Essen ist Urzeitigkeit. Ja, stimmt. Komm schon, Plätze. Ich meine, an sich, ja, feste Zeiten haben wir gar nicht. Aber ich achte halt trotzdem schon, dass wir auch so ungefähr, also meistens so zwischen 11 und 1. Aber ich esse jetzt, oder wir essen halt nicht unbedingt jeden Tag um 12 oder jeden Tag um 13 Uhr. Schafft man auch gar nicht. Also zumindest wir nicht. Dafür haben wir einfach einen zu ungeregelten Tagesablauf. Was nicht schlecht ist, aber... Nee. Weil dann hetzt man sich ja halt doch immer so ab, so, oh Gott, ich muss um 12 Uhr essen. Ich kenne die von meinen Großeltern noch früher. Immer um 12:30 wurde gegessen. Eine Minute später. Und lag vielleicht aber auch mit meinem Großvater. Einfach ja. Großartig. Bei dem musste sowieso pünktlich gegessen werden. Gut, dass ich Plötze nicht verletzen kann. Erfahrung ist, wenn gemütlich und ausführlich so frühstückst, dann hast du den ganzen Tag nicht so ein hektisches Gefühl. Bandhund auch nicht so hungrig. Ja. Geht. Wie gesagt, ich vertrag morgens überhaupt kein Essen. Vergleich noch bei übel. Verdammt, ganz schön stark. Kommt zwar immer auf die. Direkt auf die Tagesform an, aber in der Regel kann ich morgens nichts essen. Tiefe Spuren, Blut, da wollte jemand nur noch weg. Wird mir denn immer zu viel im Mund. Und meistens sitze ich danach eh auf dem Klo. Und hab Magenschmerzen, weil ich gegessen habe morgens. Kann man mich den ganzen Tag über vergessen. Ich habe das Sprung. Ja, jetzt sehe ich es noch. Okay, da gehen wir weiter. Verdammt. Oh, ein Waldteufel. Oh Gott. Ein Waldteufel. Du bist ja noch schlimmer als ein Waldschrat. Aua. Oh,
da. Ja. Kommt raus, ich tue euch nichts. Das wie ihr ganze Herz. Ich soll dir kein. Möge Manoran über dich wachen. Wenn sie schnell dran. Das ist wirklich angenehm. Allein schon die Ruhe am Morgen. Wochen statt aus dem Schlaf gerissen. Ah. Wie gesagt, von Frühstück halte ich nicht so viel. Aber das ist ja sowieso jedem das seine. Es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel abends nicht mehr essen können. Ich war halt noch nie ein Frühstücksmensch. Ich schlaf aus. Braucht eine halbe Ewigkeit, bis ich überhaupt aufstehe. Und das Erste, was ich eigentlich mache, ist morgens meine halbe Flasche Wasser da trinken. Und dann bin ich eigentlich schon glücklich. Da wollten wir hin, ne? Da haben wir ungewollt eine andere Quest gemacht, ne? Aber wir sind Gott sei Dank schon da. Warum bin ich jetzt noch mal aufs Pferd gestiegen? Ach, Mode heute. Nein. Da kommt ihr jetzt um. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Vor allem allein wegen dem, was Frühstückzeit beruflich macht, geht das eigentlich gar nicht. Der ist meistens schon vor der eigentlichen Frühstückzeit weg. Meistens um 3-4 Uhr morgens ist er schon weg. Und alleine frühstücke ich sowieso nicht. Wie gesagt, wenn, würde ich sowieso nichts essen morgens. Und bei Kindern wäre es dann halt so, dann essen die Kinder morgens. Und ich halt nicht. So. Damit kann ich aber auch ganz gut leben. Ich muss ja nicht, nur weil die Kinder essen, später selber essen. Ah, okay, das eine haben wir jetzt schon fertig. Ich dachte, wir müssen hier noch irgendwas machen. Oh Gott. Da hinten. Da ist auch noch was. Würde ich sagen, gehen wir erst dahin. Jupitze. Genug gefuttert. Beweg dich. Gut, plötzlich will ich ja nicht weg. Plötzlich hat sich festgebackt. Plätze. Schneller. Okay, nee, plötzlich will nicht. Plötzlich ist da stecken geblieben. Okay, dann nicht. Dann laufen wir zu Fuß. Ist auch mal schön. Jetzt nehmen wir für Stäbchen, das war echt sehr laut. Ich meinte halt nur, dass selbst wenn wir dann Kinder haben, die frühstücken dann morgens, ich selber nicht. Und wie gesagt, Frühstück ist sowieso meistens ab 3-4 Uhr weg. Kommt dann auch meistens erst 17, 18 Uhr nach Hause. Von daher, da ist sowieso nichts mit Frühstück. Ganz selten mal, dass Frühstück morgens noch mit kriege, wie er wegfährt. Meistens schlafe ich tief und fest. Oh nein, bitte kein Falschrad. Bitte keine Spinnen. Ah ne, jetzt sind die komischen Pflanzen. Diesmal seid ihr aber rot. Oh, warum seid ihr denn diesmal rot? Oh Gott, ihr seid aber auf Stufe 46, oh Gott, ja, 46 ist, glaube ich, noch ein bisschen sehr... Hui. Hm,
Gruppe 14 Kinder sollen erst auf und übernehmen das. Ich weiß nicht. Also ich glaube, von dem, was meine Eltern mir vorgelebt haben, habe ich nichts übernommen. Also so gar nichts. Nee. 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 Gott sei Dank, ja. Ja, wirklich Gott sei Dank. Ich habe, also meine Kindheit habe ich größtenteils bei meinen Großeltern verbracht. Und auch da bin ich dankbar für. Es waren zwar leider meist nur die Wochenenden, aber... Nee, von meinen Eltern habe ich so eigentlich nichts übernommen. Ich habe eigentlich nur gelernt, wie man... Ich hab's nur gelernt, wie man es nicht machen sollte. Das habe ich gelernt. Singt der da gerade? Aua. Ist so stark, ja. Sind. Na gut, sind zwei Level über mir. Es geht sogar noch. Aber die hauen schon ganz gut drauf. Das DC ist sowieso ein bisschen angezogen vom Level, finde ich. Von der Schwierigkeit her. Ist gar nicht mal so einfach. Also es ist nicht unmöglich, um Gottes Willen, aber schon angezogen das Level. Aua. Nein, ich glaube, du stirbst jetzt gleich. Gut, na. So. Wie viele Jahre ist das Game? Oh Gott. 16? 16. Warte mal. Ah ne, ab 18. Tatsächlich ab 18. Laut Internet. Oder? 16 oder 18? Sie haben dich verspottet. Einen Wanderer aus dem Norden. 24 Schwertiere und 9 Felder abbekommen. Hier geht's blendend. Spielen, wenn es hier ist. Ach was. Also wie gesagt, ab 16 oder ab 18. Ich weiß nicht genau. Mehr kann ich auch gerade nicht nachgucken. Doch steht da nicht. So. 50. Dann machen wir doch einfach mal hier die 40 drauf und dann passt das wieder. Wir haben hier Gott sei Dank noch mehr als genug davon. Jetzt haben wir erstmal ein ganzes Dorf gerettet. Okay, aber wir müssen immer noch nach da hinten. Nein, ich will nicht zum Hafen. Wollte ich zum Hafen, würde ich zum Hafen gehen. Aber ich will nicht zum Hafen. Also lass mich. Dräng mich nicht auf, zum Hafen zu gehen. Ich kann das Wort Hafen nicht mehr hören. Ich sag dieses Wort die ganze Zeit. Ich bin schneller. Ich bin schneller. Upsi. Ich hab schon wieder Wölfe. Wild und Waage. Aua, 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 ah. Aua, aua. Wobei die Rüstung cool ist. Wir kriegen halt immer schön Leben wieder zurück. Die absorbiert die... Ui. Ne? Vitalität. Ich liebe diese Rüstung. Ich trage nie wieder eine andere. Oh, 37, okay. So, tot. Mist, ich habe jetzt die Fähigkeit gar nicht ausgenutzt vom Schwert. Schade.
Schwarz sieht immer toll aus. Schwarz ist geil. Ich schulde dir mein Leben, unbekannt. Vor allem als Rüstung finde ich sie geil. Heißt du? Ich heiße Geralt. Aber die Rüstung erinnert mich sehr stark an eine Rüstung aus Blood Omen 1. Danke, Geralt. Früher. Diese Lumpen haben meinen Kräutergarten ramponiert. Ich wollte schon einen Hammer nehmen und das Gesindel verscheuchen, aber zu meinem Verdruss waren es einfach zu viele. Keine Chance. Ach, hat ja keinen Sinn, hier rumzujammern. Komm mit nach Vermentino. Nein. Ich flick deine Rüstung oder ich werde mich für dich an den Amboss stellen. Gut, geh voran. Nun, kann ich dir irgendwie helfen? Kannst du mir etwas anfertigen? So mal. Na, gucken. Irgendwas davon. Ja. Ist aber alles schlechter. Was haben wir denn bei Oberkörper? Okay, die hier wäre besser. Nee. Ach, die nicht. Gesundheit, Frisches! Herrlich. So. Okay. Wir können jetzt mal alles reparieren. Wir gucken noch mal, wenn wir dann die andere Rüstung erstellen oder finden. Na schön. Was hast du so? Die andere Hexerausrüstung. Gar nicht. Gibt es irgendwas Besseres als 60? Ich glaube nicht. Okay. Jetzt kaufen wir einfach nochmal. Und hier ein paar von. Den größeren. Oh. Oh, wir haben tatsächlich jetzt mal geschafft, unser Geld aufzubrauchen. Das ist gut. Danke. Bis dann. Wir sind sowieso so schön die ganze Zeit mit zu viel Geld rumgelaufen. So. Die ersten Verstäbchen sind fertig und ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich bin böse, ich muss bestraft werden. Wäre möglich. Aber so ein paar kleine Verstäbchen schon vorher zu essen. Ist doch nicht viel. Hier, warum kann ich nicht speichern? Jetzt kann ich wieder speichern. Jo. Blitze! Hallo, meine Hübsche. Los, lauf! Ich finde, sind sie mir perfekt gelungen. Oh, ja, Fischstäbchen haben wir auch noch. Ah,
Mache ich mir vielleicht nächste Woche irgendwann mal. Das Stäbchen mit dem Brötchen dazu. Mehr braucht man nicht. Wobei eigentlich noch nicht mal das Brötchen. So, Reis dazu und Spinat. Lecker. Spinat habe ich lange nicht mehr gegessen. Ich glaube, wir haben noch welchen eingefroren. Also, frischen Spinat nicht. Fertigen. Wobei, den fertigen auch, aber... Ich meine, den süßen. Oh, Leute. Ihr zwei Ekel. Ich mochte euch im ersten nicht. Ihr seid ja auch im dritten. Im zweiten habt ihr mich verschont. Glaube ich. Ich glaube, im zweiten gab es euch nicht. Ihr habt noch ein ganz großes Problem. Einmal ganz kurz wieder zurück. Einmal ganz kurz aus dem Kampf flüchten. Ich glaube, sonst bin ich gleich gute Piano. So, ihr Lieben, mein Kapitelwurf. Ich guck die nebenher auf die Finger. Sehr gut. Viel Spaß im Lurk. Ja, meditieren kann ich halt nicht. Wann bin ich endlich aus dem Kampf raus? Wie weit soll ich noch gehen? Wieder zurück. Haben wir was dagegen? Trollabsud haben wir auf jeden Fall noch, was wir herstellen können. Das haben wir auch einmal hergestellt. Und jetzt gibt's den Gehzimpfwärmen in den Kragen. Jetzt können wir uns jedenfalls wieder heilen ordentlich. Aua. Das war gut. Das war noch dümmer. Dann mach ich da auch rein. Oh, ich habe mal First Fight geschaltet. What? Sehr schön. Okay, jetzt haben wir Stufe 43. Jetzt will ich mal gucken. Jetzt haben wir ja hier zwei Punkte, ne? So, wir könnten jetzt hier Mutation erforschen. Mal Schaden an menschlichen Gegnern, die immun gegen Konter sind und an Monstern. In einer Fan, bei denen die Vitalität des Angreifers geringer ist als 25%, lösen konnte automatisch einen finalen Hieb aus. Im Nahkampf Schaden hat das Wirken davon 5% Punkte dann natürlich. Okay. Ich würde erstmal das hier machen. Wird jetzt sofort schalten in einer erforderlichen Mutation. Weil. Okay.
Ah, warte mal, habe ich nicht noch ein großes rotes? Ja, habe ich. Immer großes rotes. Machen wir nämlich jetzt auch wieder mehr Schaden. Wir Hexe haben und keine Ritter. Und denen konnte uns keiner helfen. Turnier-Champion! Bei den Glöcknerinnen kriegst du sicher einen Sackenrabatt. So, was ist jetzt am nächsten dran? Das ist da, ne? Oh, wenn ich mich richtig umsehen habe, müsste hier hinten irgendwo eine Quest sein. Die Straße runter. Hier. Bleib noch etwas bei mir, edle Daphne. Was? Hältst du mit ihnen immer ein Schwätzchen, bevor du sie fällst? Hey, wie, wo, fumm? Was bist du dumm? Ich hätt dir meinen Hund auf den Hals, Penner. Hey, hey, hey. Ich frag mich nur, warum du mit einem Baum redest. Kann mir aber auch egal sein. Warte! Halt! Ich bin wütend, stimmt. Hier kommen ständig Halunken vorbei und lachen mich aus. Aber du bist, was bist du zum Teufel? Ein Hexer. Geralt. Man lacht dich also aus, weil... Warte mal! Ein Hexer, sagst du? Wie Luis Herreras Sagen und Legenden? Beim grünblütigen Kobold! Was für ein Glück! Weißt du, keiner glaubt mir, dass dieser Baum Daphne ist, die verfluchte Dame aus der Sage. Aber du könntest den Fluch brechen. Oh yeah. Wie kommst du darauf, dass ein verfluchtes Mädchen in dem Baum steckt? Tja, ich bin mit meinem Hund Morhold hergekommen, um ihn zu fällen. Hab mit der Axt zugeschlagen. Sie tief im Stamm vergraben. Verflucht noch eins. Da ist auf einmal Blut rausgequollen. Mir ist die Kinnlade runtergeklappt. Aber dann wurde es mir klar. Das ist eine neue Massagetechnik dafür. Da steht alles in Daphne, Gareth und die Hexe vom Luchsfelsen. Lass mich raten. Aus Herreras Sagen und Legenden? Darauf kannst du einen lassen. Zweite Auflage, erweitert. Das ist die neue moderne Art, von vorne bis hin. In Tussaud, also Witcher, zu massieren. Nein, ist wirklich so. Glaub mir das doch. Das mache ich täglich. Gibt zwar ein, zwei Schrammen hinten am Rücken, aber das ist gut. Das ist gut für die Muskeln. Lass mich den Baum mal ansehen. Nope, geh doch einfach. Vorsichtig. Und? Was hast du erfahren? Ist das ein Weinen im Rascheln der Blätter? Ich kann sagen. Weint doch etwas. Blut aus Richtung des Baums, wenn das ich meine Form des Flecks so ansehe. Er wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Tatsächlich. Sieht aus wie Menschenblut. Und die Rinde, wie schlecht verheilte Narben. Das Medaillon vibriert wie verrückt. Da ist starke Magie am Werk. Ja, und wenn du genau hinhörst, hörst du auch ein Weinen. Der Holzfäller war schnell, merkwürdig. Warum wandelt sich zurück? Die Weide steht allein, keine anderen Bäume in der Nähe. Ja. Könnte. Und? Hast du dir den Baum angesehen? Richtig? Jo. Er blutet tatsächlich. Ziemlich unglaublich. Sieht verrückt aus. Hab ich's nicht gesagt? Ich helfe dir. Aber erst muss ich rausfinden, wo ich anfangen soll. Brauchst du nicht. Ich weiß alles. Was? Fräulein Daphne und Ritter Gareth waren schrecklich ineinander verliebt. Doch um sich ihre Hand als würdig zu erweisen, musste sich Gareth der Hexe vom Luchsfelsen stellen. Bevor Ritter Gareth zu dem Hügel ritt, gab ihm Fräulein Daphne ihr Tuch als Zeichen ihrer Gunst.
Lass mich raten. Er ist nie zurückgekommen. So ist es. Sie wartete. Tag für Tag. Nacht für Nacht. Hielt Ausschau nach ihm. Bis sie Wurzeln schlug und sich in einen Baum verwandelte? Warum? Ich will dir sagen, warum zum Teufel. Um da zu sein, wenn Gareth wiederkehrt. Das Tuch in der Hand. So stark ist die Liebe. Die Sehnsucht. Du musst auf den Luxfelsen steigen und etwas finden, das Daphne befreien kann. Ich gebe dir mein Geschichtenbuch mit. Viel Glück, Hexe. Ich schnulze. In jedem Spiel gibt's irgendeine Schnulze. Ist doch nichts Neues mehr. Ja. Direkt köpfen sowas. Das ist ein bisschen sehr brutal. Oh Majoran, wäre mein Geist doch so willig wie mein Fleisch. So, wo ist jetzt dieser komische Luxwesen? Es gibt einen Weg. Dein Ernst? Bist du ein freundlicher Panther? So hau ich mich noch hin. Okay, dann bin ich gleich einmal ganz kurz oben. Dann sage ich dir gleich noch gute Nacht. Der Panther ist cool. Hier lenkt mich vor. 30 Minuten möchte ich endlich einen Fall schmieden. Dann kannst du das ja jetzt tun, denn ich bin einmal ganz kurz in einer Mini-Pause und sage Frisches ganz kurz gute Nacht. Dann bin ich gleich sofort wieder zurück. Bis gleich.